Drei, zwei, eins. Asha! Ich bin hier! Ich bin hier! Huh, geht gleich. Sekunde. Nur kurz Luft holen. Es war einmal ein magisches Königreich namens Rossas. Gegründet von einem König, der die Macht besitzt, Wünsche zu erfüllen. Du bist ihr äußerst gut aussehender, geliebter König. Du hast recht. Ich bin ein gut aussehender König. Ich bin so nervös, ich habe das Gefühl, ich platze. Meine beste Freundin, ein Lehrling des Königs. Was ist mit meinem Mund? Er fühlt sich so komisch an. Asha, komm mit mir. Die Wünsche von Rossas. Die Menschen geben mir ihre Wünsche und ich gewähre jene, die dem Wohle Rossas dienen. Ein paar davon werden also nie erfüllt? Nicht ein paar. Die meisten. Sie verdienen mehr als... Ich entscheide, wer was verdient. Also hoffe ich, dass ein Stern mich leitet. Ich wünsche. Und ich schlage jede Warnung in den Wind. Oh, du verwöhnst uns mit deiner Magie. Das war ich nicht. Was? Gestern Abend habe ich mir was gewünscht. Von einem Stern. Und der Stern hat geantwortet. Ich spreche. Ich kann sprechen. Wer hätte gedacht, dass meine Stimme so tief ist? Ich glaube, ich wurde gerade bedroht. Wer wagt es, dich zu bedrohen? Was soll man dazu sagen? Es befindet sich ein Verräter in unseren Reihen. Findet Asha! Eine Sackgasse. Aus ungeschliffenem Mahagoni. Oh, gut gemacht, Valentino. Hat mein Popo gemacht. Ich habe es begonnen. Ich bringe es zu Ende. Ich hab diesen Wunsch. Was versteckst du? Oh, nichts. Und niemanden. Was ist da drin los? Sehr gut, meine Damen. Wir können vielleicht nicht fliegen, aber wir können singen.